im großen Schwarzen, das Trainergespann der Litauer. Im vergangenen Jahr wurde die Mannschaft von Suvedra im eigenen Lande Weltmeister. Seit 1994 ist Litauen in der Weltspitze bei den lateinamerikanischen Formationen. Aber traumatische Situation für die Litauer in der Zwischenrunde. Abstieg und beinahe Fall bei der Hebefigur zu Beginn. Autsch, so ein Absatz kann zu nachhaltigen Deformationen führen. So ein Fehltritt passiert bei den ansonsten annähernd perfekten Nordosteuropäern äußerst selten. Walzerthemen werden wir von den Litauern interpretiert sehen. Damit ist der Bandbreite eigentlich lateinamerikanischen Tanzens ein weiteres Tortenstück hinzugefügt. Die Tänzer vom Team Suvedra sind, soll ich sagen, Semi-Amateure oder Halbprofis, kommt aufs Gleiche raus. Jedenfalls sind sie alle Studenten mit dem Hauptfach Tanzen. Das Trainingspensum, das die Paare absolvieren können, ist enorm. Ungleich höher, verglichen etwa mit den Deutschen, die am Tag einer geregelten Arbeit nachgehen. Die Grundelemente der Choreografie der Litauer bestehen schon seit Jahren und nun wird sie jährlich ergänzt. Die jetzige Vorführung ist allerdings identisch zu der in der vorigen Saison. Thank you.
Das Tanzen hat seit 1997 generell den Status als vom IOC anerkannte Sportart erhalten. Seitdem die Chance besteht, dereinst auch um olympische Medaillen kämpfen zu können, hat Tanzen in den Ländern Osteuropas eine ungeahnte Konjunktur erfahren. Den olympischen Lorbeer vor Augen wird die Sportart dort auch gefördert. Die Teams bei Weltmeisterschaften sind daher jetzt schon in der Regel keine Vereinsmannschaften mehr, sondern nationale Vertretungen. Vielleicht als Referenz an die Gastgeber aus Österreich gedacht, der musikalische Schluss am Ende des Vortrags.